you take me back, you show me you're the only one. With it away, you got me, I've got to run. You're still alive, I'm never gonna take your feeling, which is complicated. Bringt doch nichts. Ja. Besser irgendetwas machen, als du dumm umgucken. Ja. Da muss ich ihm leider recht geben. Ja. Was heißt hier leider? Schon gut, du hast natürlich recht. Wieso tust du sowas? Lass mich doch einfach gehen. Ich hab nichts getan. Kommt gar nicht in Frage. Ich werde bezahlt und das nicht allzu schlecht. Das bezweifle ich. Bitte! Ich habe diese Arena schon immer gehasst. Es stinkt, es ist einfallslos gebaut und langweilig. Darum geht es ja auch nicht. Es geht hier um die Suche nach dem Problem. So dumm bin ich nun auch wieder nicht. Aber glaubst du echt, dass gerade so ein Ort hier das Richtige ist? Es sieht jedenfalls verdächtig aus. Das hat damit doch absolut nichts zu tun. Wir sollten aber trotzdem komplett Netzwerk überprüfen. Überprüfung hier, Überprüfung da. Langsam hat das alles keinen Zweck mehr. Ich will nur meinen Taeo und dann will ich mit ihm ein gemütliches Leben führen. Dann heiraten wir und den Rest könnt ihr euch denken. Was machen wir dann als nächstes? Ihr? Keine Ahnung, geht in die Kneipe und besauft euch mit Dextrose und Alkohol. Oh Mann. Wollt ihr nun weiter trödeln? Ich will nur mein Taeo! Ich hab was Cooles. Elan und Caroline in Skyline. Alles klar, auf geht's. Hast du noch etwas zu sagen? Nun ja, eigentlich... Hey, vielleicht war es ja wichtig. Was sollte das denn? Sparta! Naja, was soll's. Wir sollten uns ab sofort aufteilen. Ich meine, dass die Gefahr noch nicht vorüber ist. Alles klärchen! Ich gehe mit Zirek! Was? Nein, auf keinen Fall! Ich muss noch was mit ihm besprechen. Das kann auch warten. Nein, kann es nicht! Zirek, komm, ich habe keine Lust, mich erneut mit ihr darüber zu streiten. Lass gefälligst ihn entscheiden. Mädels, mal im Ernst. Wir haben nicht viel Zeit. Und was streitet ihr euch wegen Zirex? Ich verstehe das nicht. Er ist auch nur ein Mensch und nicht Justin Bieber. Justin, das ist ein Milchbubi. Also? Okay. Ich gehe dann mit Corinata. Du hast trotzdem nicht schlecht gekämpft. Na gut. Aber wir sehen uns nachher nochmal, okay? Natürlich. Sie macht mir alles kaputt. Wäre sie nicht gewesen, hätte ich keine Probleme gehabt. Auf. Dann gehen wir. Ich gehe allein. Das ist aber zu gefährlich. Für mich ist nichts gefährlich. Wie ist die denn auf einmal drauf? Ha ha ha!
Lol, wie geil ist das denn? Was hat er denn jetzt wieder angestellt? Ach, ist jetzt auch egal. Type-C, erledige ihn. Verpiss dich, du schwule Ratte. Ich werde dir eine Bettung. Ja. Du bist eine schwule Ratte. Wenn du dich nicht verpisst, dann werde ich schlagen. Du Spasti. Klasse, weiter so! Wieso mussten wir auch nur so einen Klon kopieren? Jetzt sind wir beide geheilt. Uns geht es beiden wieder gut, ja. Wir lieben uns, ja. So. Ja, das war schon eine schöne Sache in Amsterdam, ne? Eine 3-Wochen-Therapie gegen Spielsucht. Inzwischen habe ich Unreal Tournament schon durchgespielt, ne? Ja. Wenn Hyuga mich noch einmal rumkommandiert, dann raste ich aus! Wen haben wir denn da? Noch ein Opfer. Ich glaube, ich habe mich verhört. Du bist genauso stur wie alle anderen Teilnehmer. Und du bist so bescheuert wie jeder andere Noob in dieser Liga. Was? Wie konntest du das machen? Wolf hat das System abgeschaltet. Wolf? Du hast dich nur verhört. Wolf, der Name sagt mir jetzt nichts, aber könnte durchaus wichtig sein. Mal sehen, was Inugawa dazu sagt. Ach ja, der war zu einfach. Das gibt's doch gar nicht. An keinem der Spawner wurde irgendwie irgendwas manipuliert, so wie ich es erhofft hatte. Mr. K, es wäre sicherer, wenn Sie nach Neoniac zurückkehren und mich von dort aus unterstützen würden. Versuchen Sie, den Schlüsselcode so zu öffnen, dass Sie mich im Überblick anderer Karten haben. Wird gemacht. Seien Sie wachsam. Der letzte Spawner, den ich noch überprüfen muss, liegt in Tunnel. Wow, wir sind ein Gewinner. Irgendwie ja nicht, gell? Irgendwie ja doch. Ich höre Stimmen. Scheiße, wieso muss das hier und jetzt enden? Das hier ist nicht das Ende. Alle labern eine Scheiße, genauso wie Laura. Keiner wird sterben, ist hier nicht nur so ein Drecksgeschwätz, so dass wir auch noch glauben müssen. Ich jedenfalls glaube nur mir selbst, weil ich so mega self-geil bin. Kannst du mal bitte mit dem Trollen aufhören? Nervt dich das? In der Tat. Genau das war mein Ziel. Ich gewinne immer. Ein Wunder. Was habe ich gesagt? Ich gewinne bei allem, was ich sage. Gibt es etwa noch mehr von euch? Ja, ich glaube noch einen. Oder zwei oder drei? Nee, 4. Oder waren es 5? Jetzt weiß ich es. 6. Ach nee, es waren 7. Es waren genau gesagt 3,14159265359. Wenn nicht, sogar 8, 9 und 10, weißt du? Sag doch gleich Pi. Nein, ich sage es aber so, wie ich will, weil du okay bist. Wir wissen's. Mayo und Ketchup. Jetzt sieht es für euch Doppelgänger schlecht aus. Hallo? Mayo und Ketchup vielleicht? Kannst du mal endlich deine verdammte Klappe halten? Boah ey, wie dumm ist der bitteschön? Ich bin so dumm, weil ich genug Intelligenz besitze. Was machen wir jetzt? Schnitzel backen? Ja! Danke euch zwei, dass ihr noch einen rechten Moment gekommen seid. Kein Ding. Ich möchte jetzt doch lieber die Liga vorübergehend verlassen. Angst bekommen? Zeig mir den Ausgang. Ja, ist ja gut. So, jetzt sollte nichts mehr dazwischen kommen. Wieder auf dem Dach, wie letztes Mal? Klar. So, also, Z-Rex, ich weiß nicht genau, wie ich dir das jetzt sagen soll. Trau dich.
Nun ja, also, was würdest du so denken jetzt, was ich dir sagen würde? Wegen Rachel? Nicht unbedingt. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, da habe ich dich richtig mies behandelt. Dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen. Was? Über sowas denkst du noch drüber nach? Cory, vergiss doch einfach die Vergangenheit. Das ist Schnee von gestern. Bei unserem zweiten Treffen hast du mir gezeigt, dass nicht alle Jungs so sind, wie ich es gedacht habe. Dass die meisten Schweine sind? Genau. Du müsstest mal wissen, wie ich früher war. In meiner Schulzeit war ich zugegebenerweise auch nicht besser. Zeiten ändern sich. Ich habe mich auch gefragt, wann ich es dir sagen soll. Ich sollte auch aufhören, mich dumm zu stellen. Weshalb? Du hast dich in mich verliebt, richtig? Woher weißt du das? Du hast dich nach Tagen bemerkbar anders verhalten, aber ich wollte dich ein bisschen ärgern. Ich wusste es schon länger. Seit wann weißt du das? Ich meine, wie? Ich meine... Als dieses Problem mit Netzfehler noch nicht gab. Was? Weißt du, ich hab mich auch... So, der letzte Spawner. Du bist in unsere Falle getappt, Chef von Netz 4. Ich hätte es mir fast denken können. Jetzt werden wir mal Spaß miteinander haben, Mr. Nanai. Wenn wir sie erstmal beseitigt haben, haben wir die komplette Kontrolle. Das könnt ihr euch abschminken. Die wichtigsten Daten habe ich alle in meinem Kopf. Dann schnappen wir uns halt Teile ihrer DNA und erstellen ebenfalls einen NPC. Dann haben wir sogar einen Hackierer auf unserer Seite. Dafür müsst ihr erstmal an mich herankommen. Wir machen es mal spannender. Möchtest du beginnen, Tayo? Lieben gerne. Ihr kennt ja sogar Fairness. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Genau soll das werden. Ach, die Range ist zu groß. Dann blocke alles ab. Was? Mr. Song hat die Systeme doch nicht komplett ausgeschaltet. Mr. Song? Mr. Song? Wolf Song? Mir doch egal! Sterben! Wo befindet er sich? Sag es mir! Ich sage es Ihnen auf keinen Fall! Dafür müssen Sie mich zwingen! Sag es! Sofort! Das ist meine Leidenschaft! Nie und nimmer! Nicht mit mir! Wiederholungen sind nutzlos! Das kann nicht sein. Wieso bin ich so unterlegen? Mr. Shaken war doch sonst noch nie so gut. Wenn ich Mr. Song finde, werde ich ihn anklagen wegen Benutzung meines alten Projektes. NPCs von sich selbst erstellen war seit meiner Gründung dieser League verboten. Das spielt bei ihm doch gar keine Geige. Es war gelöscht. Es wurde nur speziell wiedergerufen. Bla bla bla. Ich hätte nie gedacht, dass jemand Kampfunterstützung bräuchte. Hey, George! Was? Warum bist du noch hier? Sag mir jetzt nicht, du wartest noch auf Kunden. Nö, ich gammel nur hier rum. Mein Gott, beweg deinen Arsch! Ich dachte, du würdest uns helfen! Warum? Los! Ja, ist ja gut, Mann. Und du seist ein Schiller. Okay, Tayo, jetzt hör mal echt mal auf. Du schlägst 2 Stunden an das Gitter. Irgendwann ist das Folter verloren. Hast du eine bessere Idee? Ja. Und die wäre? Warten. Sehr schön.
bitte. Dina! Dina. Wer ist denn die neben dir? Sei gar leise. Mein Name ist Kitsch. Ich bin die Wissenschaftlerin in S4M. Siehst mir eher aus wie ein Emo. Das ist Gothic, klar? Ganz leise hier raus. Ich kann diesen Ort nicht mehr ab. Oh,